diesem Dreieck hier drin, nehmen wir mal an, dass diese Kathete hier drüben 15 cm lang ist und die lange Kathete, dass die 20 cm lang ist. Und die Aufgabe ist nun, aus diesen beiden Katheten alle anderen Strecken in diesem Dreieck zu berechnen. Die einfachste Strecke ist in diesem rechtwinkligen Dreieck hier die Strecke AB. Die kann ich berechnen, indem ich mit dem Pythagoras 15 hoch 2 plus 20 hoch 2 berechne und daraus die Wurzel ziehe. Das gibt dann 25. Jetzt weiß ich, die Strecke AB ist 25 cm lang. Und jetzt komme ich aber nicht mehr weiter. Und jetzt brauche ich einen Trick und ich nenne diesen Trick den Flächentrick. Ich kann nämlich von meinem Dreieck hier die Fläche berechnen, indem ich dieses rechtwinklige Dreieck zu einem Rechteck ergänze. So. Jetzt sieht man, das geht natürlich nur in einem rechtwinkligen Dreieck, sieht man dieses Rechteck, das entstanden ist, ist zweimal so groß wie das blaue Dreieck und die Fläche des Rechtecks kann ich berechnen, indem ich 15 mal 20 rechne, also ist die Fläche des blauen Dreiecks 15 mal 20 durch 2. Es gibt 300 durch 2, sind 150 Quadratzentimeter. Und jetzt kommt das, was ich den Flächentrick nenne. Ich kann nämlich diese Fläche auch anders berechnen, indem ich ein anderes Dreieck einzeichne. Das sieht dann so aus. Entschuldigung, ein anderes Rechteck einzeichne, das so aussieht. So. Wie man hier sieht, ist diese Fläche gleich groß wie die hier oben. Diese Fläche ist gleich groß wie die hier oben. Und jetzt kann ich sagen, die Fläche vom blauen Dreieck ist diese Grundseite hier, mal diese Höhe, nennen wir das mal H, mal diese Höhe durch 2. Die Grundseite, die weiß ich, wie lang das die ist 25. Also ist A gleich 25 mal die Höhe durch 2. Und weil ich A die Fläche schon berechnet habe, weiß ich, dass das 150 geben muss. Damit ich jetzt H herausfinden kann, kann ich jetzt hier einfach auf beiden Seiten mal 2 rechnen, erhalte 25 mal H ist gleich 300 und jetzt noch durch 25 und erhalte jetzt H gleich 12. Das ist der Flächentrick und mit dem habe ich jetzt ein Stück mehr herausgefunden. Ich kann den Flächentrick auch viel schneller machen. Ich weiß jetzt also, wenn ich diese zwei Formeln hier nehme, 15 mal 20 durch 2 ist gleich 25 mal H durch 2. Wie man sieht, wenn man jetzt mal 2 rechnet, kann man die 2 einfach auch recht weglassen. 15 mal 20 ist gleich 25 mal H. Und wenn man das hat, kann man das sehr schnell jeweils berechnen. Ich kann also sagen, diese Seite mal diese Seite durch diese Seite gibt die Höhe. Nochmals, diese mal diese durch diese gibt die Höhe. Das ist dann 12. Das ist der Flächentrick. Und jetzt, wo ich die 12 habe, kann ich sie gleich einschreiben da. 12, kann ich mit dem Pythagoras weiterfahren und weitere Teilstücke berechnen. Zum Beispiel in diesem kleinen rechtwinkligen Dreieck drin kann ich die Strecke AP berechnen. AP ist nun mit dem Pythagoras 15 hoch 2 minus 12 hoch 2 und daraus die Wurzel.
Das gibt 81, also Wurzel 81, und die Wurzel 81 ist 9. Jetzt habe ich schon ein weiteres Stück, 9 cm, für die Strecke AP.